So, meine lieben Leute, und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um Ralf Schumacher, wie ihr schon im Titel sehen könnt, und um seine gesamte Motorsportkarriere. Er war letztes Mal auch bei Beyond the Grid, hieß es, glaube ich, bei der Formel 1 auf dem Formel 1 Kanal zu Gast. Und deswegen widmen wir uns heute. Ich bin nicht alleine. Michael Kosbach von letztem Mal ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Ja, Ralf Schumacher ist ja eine ziemlich lange Zeit Teil unserer Formel 1 gewesen und deswegen ist er auch der Erste, über den wir uns heute wirklich unterhalten werden. Es hätte natürlich auch Michael Schumacher sein können, dies, das, aber ich habe mich für Ralf Schumacher entschieden, weil es einfach von der Zeit her ziemlich gut passt. Er fuhr Formel 1 von 1997 bis 2007, also quasi 10 volle Jahre, ne? Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, ich meine schon. Ja. Und, ja. Dein erster Eindruck zu Ralf, also wenn man dich jetzt heutzutage auf Ralf Schumacher anspricht, was ist der erste Gedanke, der dir denn da so in den Sinn kommt? Ja, ich würde sagen, er ist grundsätzlich natürlich das Erste, was einem gedacht hat. Er ist der Bruder von Michael, aber ich fand, also rückblickend so, wenn ich drüber nachdenke, wie habe ich ihn wahrgenommen damals, ich fand immer, dass er eigentlich ein guter Fahrer war und dass er auf jeden Fall viel von dem Talent, was auch Michael hatte, auch hatte. Ja, und so erstmal der Gesamteindruck. Also talentierter Fahrer, der nie so richtig mal das Material hatte, um dann so richtig mal in der Weltmeisterschaft durchzukommen oder anzugreifen. Ja, vorneweg, wir werden heute nur über seine motorsportliche Laufbahn reden. Wir werden nichts über irgendwas Privates reden oder sonst was, weil das ist hier der falsche Platz, der falsche Ort. Wir wollen hier nur wirklich seine Leistung im Motorsport würdigen und damit das nun mal direkt von vornherein klar ist. Ja, also erstmal fangen wir mit den Grundthemen an. Ralf Schumacher ist am 30. Juli 1975 in Hürth geboren und ja, ist ein ehemaliger deutscher Automobilrennfahrer, wie man sich das da vorstellen kann. Er ist 180 Grand Prix gefahren, er hat 6 Siege geholt, 6 Pole Position, 8 schnellste Rennrunden und hat in seiner gesamten Karriere insgesamt 329 WM-Punkte geholt. Kann man heute nicht so ganz gleichziehen, weil damals die WM-Punkte-Regelung noch ein bisschen anders war als heute. Hat insgesamt 27 Podestplätze geholt und hat über 401 Führungsrunden in seiner Formel 1 Laufbahn hinter sich. Danach ist er auch nochmal DTM gefahren für 4 Jahre. Hatte da auch eine Pole Position, 2 Podestplätze, insgesamt 46 Punkte bei 52 Starts. Ja, Ralf Schumachers Karriere fing, glaube ich, mit 2 oder 3 oder 4 Jahren an. Ich glaube, meine mit 4, hieß es damals im Interview. Mit einem abgesickten Kart ist er damals gefahren an so einer Leine. Ist dann, wie gesagt, mit 4 Jahren mit den Kartsportern begonnen, ist dann 1992 in die Formel BMW gegangen. Das waren seine ersten Formel-Erfahrungen. Ist dann über die Formel 3 zum Formula Nippon-Meister 1996 gekommen und wurde somit dann auch für die Formel 1 bei Jordan 1997 engagiert. Ja, wie kam es dazu? Wollen wir da ein bisschen drüber reden, wie er überhaupt in die Formel 1 kam? Wie kam es, dass Eddie Jordan ihn unbedingt haben wollte? Und besonders auch, wie war das erste Jahr für ihn und Jordan generell? Also zum ersten Jahr kann ich auf jeden Fall was sagen. Da ist natürlich also herausstechend das Rennen in Argentinien. Es war wohl so, dass das Auto sehr gut war. Jordan ist ja immer eigentlich bis zum Ende ein kleines Team gewesen, mit den dementsprechenden Einschränkungen, was vor allem dann die Weiterentwicklung während der Saison ja angeht. Ich meine, man kennt's, selbst in Saisons wie 2009 zum Beispiel, die vielleicht jetzt hier noch ein bisschen präsenter ist, da hat man ja gesehen, okay, Ferrari und McLaren, die hatten natürlich ein Scheißauto eigentlich gebaut, aber trotzdem sind die dann im Laufe der Saison, hat man schon gemerkt, dass die rankommen. Ich glaube, hätten die durchgezogen und hätten sich nicht schon alle auf 2010 dann konzentriert, dann wäre da auch, hätte man den Effekt noch deutlich mehr gesehen. Ja, und da hätte er die Chance gehabt, 97 in seinem dritten Formel-1-Rennen ein Rennen zu gewinnen. In Argentinien. Das wird ja auch thematisiert eben in dem schon angesprochenen Podcast. Das muss ich sagen, war mir überhaupt nicht so bewusst, weil wir sind uns ja, glaube ich, einig, das hätte natürlich einen riesen Impact auf seine Karriere haben können. Ja, das stimmt. Wenn er das dritte Rennen gewinnt, in dem er fährt, ich meine, es wäre dann fast noch ein besserer Start fast gewesen, wie der von seinem Bruder, logischerweise. Ja. Ja. Und das wäre natürlich vielleicht auch, hätte ganz andere Dinge danach zur Folge gehabt, aber
Auch so war es natürlich eine gute Sache. Natürlich dann mit seinem Teamkollegen kollidieren, naja. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass er 98 in Belgien dann eben nicht um den Sieg kämpfen durfte, sondern dann eben die Teamorder kam. Ja, und sein erstes Jahr lief ja eigentlich super. Also klar, viele Retirements, okay. Aber ein Podium, dann eine ganze Zeit lang in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig gepunktet. Ja, man hat direkt gesehen, also dass er nicht einfach nur der kleine, viel weniger talentiertere Bruder von Michael ist, sondern dass da schon was, dass man da schon was, naja, in der Hinterhand hat, wenn man den als Fahrer nimmt, vor allem auch langfristig. Ja, und wie er zu John gekommen ist, da kannst vielleicht du was dazu sagen. Ich schätze mal, es hat was mit der Formula Nippon zu tun. Genau, das in der Formel Nippon ist er ja 1996 Meister geworden. So kam Eddie Jordan zu ihm einfach, hat dazu Kontakt aufgebaut, hat sich dann gedacht, ja, ich brauche zwei neue Fahrer, weil du hast gerade schon seinen Teamkollege angesprochen. Das war damals Giancarlo Fisichella, der auch in seiner Rookie-Saison dann war 1997. Und ja, vielleicht zwei Fahrer aus der Zeit, die man vielleicht noch kennen könnte aus der 96er Formula Nippon-Saison. Einmal Pedro de la Rosa, der wurde am Ende Achter in dieser Saison. Und Michael Krumm, war auch damals deutscher Rennfahrer. Der wurde damals, ich meine, 14. Hat damals aber auch das zweite Rennen von der Pole-Position sogar begonnen. Was am Ende dann aber Ralf Schumacher natürlich, gewonnen hat. Ja, so kam Eddie Jordan auf ihn aufmerksam, und das ist ein gutes Deutsch, kam auf ihn aufmerksam, na, ist auch egal, wurde auf ihn aufmerksam und so hat er ihn dann verpflichtet. Ja, man muss sagen, er hätte das Rennen in Argentinien gewinnen können, allerdings muss man auch sehen, in der Bilanz 97 war er dann am Ende doch hinter seinen Teamkollegen Fisichella. Das muss man dann so sagen, der hat nochmal einen zweiten Platz, meine ich, geholt in der Saison in Belgien, glaube ich, war das, falls ich mich jetzt nicht irre. Schande über mein Haupt. Dann müsste, Ja, ja, in Belgien. Ja, genau, in Belgien war das. Und war generell einfach öfter in den Punkten als Ralf, sodass er dann am Ende auch vor Ralf war. Fisico ist dann aber gewechselt, eine Saison später, also hin zu Benetton. Und ja, dann kam ehemaliger Weltmeister. Und da gab es dann vielleicht schon die ersten Probleme in Ralfs Karriere. dadurch, dass natürlich Damon Hill ein gewisses Standing hatte, war es für ihn natürlich schwierig, da dagegen anzukommen, als ja noch ziemlicher Neuling, logischerweise. Und für Jordan war es natürlich auch ein Riesending, Damon Hill im Team zu haben. Und naja, dann kann man sich vorstellen, wir hatten es ja letztens auch darüber, was passiert, wenn Leclerc was sagt, was passiert, wenn Vettel was sagt, wie hat sich das vielleicht verändert? Klar, wenn du dann sich permanent schneller bist, dann wird sich das Team schon an dir orientieren, aber wenn natürlich Damon Hill als Weltmeister ins Team kommt, also 2 Jahre vorher Weltmeister geworden, dann ist natürlich klar, in welche Richtung das läuft. Auto war auch nicht so dolle, 98, ja, und dementsprechend kam es dann zu Belgien, wie ich ihn angesprochen hatte, wo dann natürlich Damon Hill seine ganze, ich nenne es mal, Erfahrung und Cleverness in die Waagschale geworfen hat. Gibt es ja sogar in YouTube, glaube ich, wo das dann nochmal zusammengefasst ist, der Sieg von Jordan und die damit verbundene Order. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, also wenn wir jetzt kämpfen, könnten wir beide ausscheiden. Und dann hat natürlich Eddie Jordan die Entscheidung getroffen, ja, wir fahren jetzt so ins Ziel. Ja, er hat es eigentlich noch ganz, er hat es noch viel deutlicher gesagt, muss man wirklich sagen. Er hat gesagt, versucht Ralf mich zu überholen, schieße ich ihn ab und der Sieg ist für uns beide weg. So kann man das eigentlich sagen. Genau, zum Auto kann man auch noch sagen, der 97er Wagen war überraschend stark. Nur das Problem war, dass er das erste Mal wirklich mit wenig Benzin und so im Qualifying in Melbourne gestartet sind. Vorher waren die immer mit dem vollen Auto unterwegs und da kamen die überhaupt nicht klar, 97. Das Auto 97 war an sich stark. Stärker als sie gedacht haben. Man hat sich 98 dann natürlich den Sprung erwartet und das war dann eine Vollkatastrophe, muss man wirklich sagen. Zwar ist in der Endabrechnung ist haben die sogar einen Punkt mehr geholt, haben einen Podestplatz mehr geholt im Jahr 98, aber das auch mehr mit Glück und ich glaube bis zum ersten Punkt für Ralf 98 hat es auch ziemlich lang gedauert. Ich glaube Silverstone war das oder so. Ich meine Silverstone.
Ja, also es war das neunte Rennen, also es ist schon heftig gewesen, ja. Ja, und Damon Hill hat vorher immer, was heißt immer, hat das Auto mal ins Ziel gebracht, hat aber noch länger gebraucht, um mal das erste Mal zu punkten. Hat sogar bis zum Deutschland Grand Prix, meine ich, gebraucht, bis er das erste Mal gepunktet hat. Hat aber natürlich durch den Sieg, konnte er am Ende auch da wieder vor Ralf Schumacher landen. Und es gibt eine lustige Story, die Ralf auch erzählt hat, in Bezug, wo er eine Strafe bekommen hat oder wo er von ganz hinten im Rennen starten musste. Möchtest du die noch eben erzählen? Ja, genau, das war ja die Sache. Ich weiß gar nicht mal, welches Rennen das war, aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Motorschaden Das gehabt im war, Quali. war entweder in Silver, ich glaube, das war sogar in Silverstone, wenn ich guck mal eben nach. Dann kannst du ja schon mal weiter erzählen. Ich meine aber, es war Silverstone. Es muss Silverstone oder Deutschland gewesen sein. Einer von den beiden Rennen. Gut möglich. Ich könnte Silverstone sein. So ist auch der erste Punkt ja zustande Ja. gekommen. Aber auf jeden Fall hat er einen Motorschaden auf dem Quali, musste natürlich von ganz hinten starten. Und da kam Eddie Jordan halt zu ihm vorm Rennen und meinte so, ja, wenn du jetzt keinen Punkt holst, bist du raus. Ich glaube aber für nächstes Jahr, nicht direkt, oder? Für Genau, nächstes Jahr hat er gesagt. es ging um den Vertrag für 99, richtig, ja. Genau. Und dann hat er den Punkt geholt und Es dann war, hat, sorry, wenn ja. ich unterbreche, es war Silverstone, ja, er ist als 21. gestartet. Ja, und dann natürlich Sechster zu werden, muss man ja auch noch dazu sagen, damals ja nur bis zum sechsten Platz Punkte, Genau. ist natürlich mega. Und naja, dann kam Eddie Jordan nach dem Rennen halt zu ihm, wie er das so erzählt hat, und meinte dann, ja, toll und so weiter. Und dann hatte sich Ralf aber schon entschieden, so, ja, okay, der hat mich hier sehr unfair behandelt und ich muss auch sagen, naja, ich halt Ralf. Ein anderer hätte vielleicht gedacht, naja, komm, halt dort und naja, und alles nicht so schlimm. Man weiß ja, was gewesen ist. Also es wäre vielleicht für Ralf im Nachhinein besser gewesen. Aber naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, hat er dann gesagt, nee, für den fahre ich nicht. Für den fahre ich nicht, der kann jetzt kommen mit was er will und hat sich eigentlich dann committed, dass er zu Williams gehen möchte. Genau, ich würde da sogar widersprechen, dass es die falsche Entscheidung war. Ich finde sogar, dass es die richtige Entscheidung war. Ganz einfach gut, der Jordan war 99, war er stark. Allerdings in den darauffolgenden Jahren hat man enorm gesehen, wie der Jordan abgebaut hat. Und da hatte dann einfach, wenn du auf die lange Sicht siehst, hatte Ralf da auf jeden Fall die bessere Entscheidung getroffen. Muss man einfach sagen. Besonders, weil dann ja auch schon damals das Gerücht langsam kam, dass BMW in die Formel einsteigen möchte. Und deswegen hat das ein bisschen gut gepasst. Ist dann 99, wie du selber sagst, zu Williams gegangen. Ich finde, das 99er Jahr können wir, wie es auch in seiner Karriere eigentlich war, das war ein komplettes Überbrückungsjahr. Das war für Williams ein Überbrückungsjahr, das war für ihn ein Überbrückungsjahr. Die sind damals mit dem Supertech-Motor gefahren, der einfach totale Katastrophe war. Das Auto war Katastrophe, aber Ralf hat richtig gute Ergebnisse dabei eingezogen. Ja, Zwei Podestplätze, drei Podestplätze eingefahren. Mit dem Auto, was Katastrophe war. Im Vergleich, Zanardi hat genau 0 Punkte geholt. Man muss auch sagen, damals hat Ralf auch Glück gehabt, so weil Zanardi so off-pace war, dass richtig. das Team voll in seine Richtung entwickelt hat, so dass es auch in Richtung 2000 besser für ihn ist, was sich dann irgendwann noch im Laufe seiner Karriere ändern wird. Aber ja, zur 99er-Saison, denke ich, gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, Genau, nur Ralf. kurz eine Sache kurz zu Zanardi vielleicht, zu seiner Ehrenrettung. Er kam halt ja rein, es waren dann Rillenreifen statt Slicks, die Bremsen waren für ihn, also es war schon eine Scheißsituation für den und dann noch Ralf Schumacher, der wie gesagt war. Und das erklärt dann auch, warum er komplett untergegangen ist. Ja, also wie gesagt, Zanardi gar keine Punkte, Ralf am Ende in der WM Sechster gewesen, das erste Jahr, wo Ralf seinen Teamkollegen geschlagen hat und vielleicht auch das erste Jahr, wo Ralf wirklich stark war. So, dann darfst du jetzt mal mit der 2000er-Saison anfangen. Ja, Mikrofon 2000 muted. natürlich dann erste Saison. Dann natürlich auch neuer Teamkollege, war klar, dass die dann Zanardi nicht behalten. Ja, Jenson Button, späterer Mikrofon Weltmeister, activated. also, was ich lustig fand, er wurde dann ja noch so gefragt, ja, mit wem wird er dann mal essen gehen? Und gesagt hat, ja, mit Teamkollegen geht er eigentlich grundsätzlich, macht er nichts, nachdem die Arbeit beendet ist. Und da meinte er dann auch, ja, wenn dann, dann Jenson Button. Und das zeigt eigentlich auch nochmal, ja, dass da eigentlich keine Probleme groß waren in dem Team. War natürlich dann auch so, ich sag mal, es war das Übergangsjahr nach dem Übergangsjahr. Klar, im ersten Jahr, da geht meistens nicht so viel. Trotzdem wieder konstant in den Punkten. Ich glaube, drei Podien geholt. Also,
eine sehr, ich sag mal, vielversprechende Saison. Und dann hat man natürlich gedacht, so, bumm, 2001, jetzt geht's ab. Und war ja dann auch zum Teil so. Ja, nochmal kurz zu der 2000er-Saison vorher. Mein Lieblingswagen of all time in der Formel 1, der BMW von 2000. Ich liebe diesen Wagen, ich finde den so hübsch, das sage ich immer wieder. Es ist einfach, ich habe mich in diesen Wagen damals verliebt. Das war auch meine erste volle Formel 1-Saison, die ich so wirklich mitbekommen habe. Ich habe auch 98 angefangen, die Formel 1 zu gucken, da war ich 4, so mit 6. Das war meine erste Erinnerung und das ist einfach der Wagen, ich liebe diesen Wagen einfach. Wenn ich heute diesen Williams BMW von 2000 sehe, dann geht mir einfach ein Herz auf. Viele finden ihn gotthässlich. Ich liebe diesen Wagen. Und was man auch sagen muss, Williams BMW, der Motor, die hatten immer einen starken Motor und sie hatten auch gar kein schlechtes Chassis für das Jahr. Man muss bedenken, McLaren und Ferrari war damals die Macht. So, aber dann waren sie eigentlich auch schon die dritte Kraft dieses Jahr, wo man eher dachte, das wäre Jordan gewesen. Und Genau. wer im ersten Rennen mit BMW Power direkt mal ein Podest holt, das kann nicht so schlecht gewesen sein. Auch Button für seine Debütsaison, richtig gute Debütsaison gefahren. Noch lange nicht mit dem Button zu vergleichen. Ich will jetzt nicht mal den Button von 2009 nehmen. Ich würde eher so den Button aus 2004, 2005, 2006 nehmen. Mit dem war er noch lange nicht zu vergleichen. Aber auch da eine starke Saison. Einfach ein gutes Team. Aber auch dann im Jahr 2000 war schon klar, dass Juan Pablo Montoya kommen wird. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer gewesen als Button. Genau, richtig, weil er wird ja auch gefragt, was war so dein stärkster Teamkollege, und da hat er ganz klar gesagt, auf jeden Fall Montoya. Und das ist ja auch klar, Juan Pablo Montoya war mit Sicherheit einer, die den größten Grundspeed hatten und nie Weltmeister geworden sind, die gefahren sind. Also, ich weiß noch, dass ich damals in Brasilien in Führung gegangen ist. War das nicht das zweite der Das Saison? Ich dritte, das Das dritte. dritte sogar, ja, okay. Auf jeden Fall weiß ich noch, das war ja dann abends. Und da weiß ich noch, das Rennen habe ich geguckt und daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, weil das war so aufregend. Da kommt ein neuer Typ und ich meine, ich war damals jetzt noch nicht ganz so alt, also da war ja alles dann noch viel aufregender. Und ich weiß noch, ich habe das Rennen geguckt und war total begeistert, dass Montoya führt. Ja, bis er dann von Verstappen halt abgeschossen wurde. Also, aber das zeigt ja, was das für ein Riesentalent war. Und ja, also ich muss auch sagen, das hat der Formel 1 wirklich so nochmal eine ganz interessante Note gegeben, dass der Typ dabei war, weil der natürlich viel riskiert hat immer. Volles Risiko manchmal beim Überholen und so weiter und auch bei, ja, Qualifying ist dann halt auch manchmal schief gegangen, muss man auch sagen. Wenn er Ja. das vielleicht gelassen hätte, manchmal hätte er vielleicht von den Punkten her ein bisschen besser abschneiden können in jeder Saison, aber war natürlich krass. Und natürlich zeigt es aber auch wieder, Ralf konnte ja mit ihm dann ja ganz gut mithalten eigentlich. Ja, das zeigt auch, wie stark Ralf war. Ja, Genau. man muss mal zu Montoya wirklich sich das vor Augen halten. Der ist mit, gut, Brasilien hat er geführt, wurde dann abgeschossen, aber der ist mit 4 Ausfällen in die Saison gestartet, holt dann 2. Platz, ne? Um dann wieder 3 Ausfälle hintereinander zu haben, um dann wieder einen 2. Platz zu holen. Also, da sieht man schon, der Typ war von der Grundspeed auf jeden Fall auf einem Niveau, auf einem richtig hohen Niveau. Und ich sehe es auch ein bisschen anders als Ralf. Zumindest in dem Jahr 2001, 2002 war Montoya von der Grundspeed her schneller, würde ich sagen. Ralf hat gesagt, dass sie so auf einem Level waren. Ich sehe Montoya da schon eher vorne, so wenn wo es dann Richtung Ende von BMW, also BMW Williams ging und auch Richtung Ende von Montoya, was den Vertrag angeht und auch Richtungsvertragsende von Ralf, fand ich, war es dann schon eher ausgeglichen, aber besonders die ersten beiden Jahre fand ich Montoya von der Grundspeed her schon schneller. Aber den ersten Sieg hat Ralf geholt und das überragend, muss man sagen, in Imola. Ja. Dann direkt kamen erstmal 3 Ausfälle in dem Jahr 2-1 und dann in Kanada mit seinem Bruder wieder auf dem Podest zu stehen. Und vielleicht der Sieg, der ihm am meisten bedeutet, auch wenn er selber sagt, er kann sich nicht mal so viel erinnern, ist vielleicht der Heimerfolg, ne, in Deutschland. Damals Michael ausgeschieden, viele Ausfälle, viele Motorplatzer gehabt, Montoya unter anderem auch. Und ich kann mich noch daran erinnern, Ralf hat dann eine gute PK gegeben, wo ich heute noch schmunzeln muss, wo er dann gesagt hat, ja, ich habe, nachdem ich gewusst habe, dass ich führe, habe ich meinen Motor geschont, worauf Montoya nur gesagt hat, auf seine klassischen Art und Weise,
Ja, von wegen, er hat den Motor geschont. Du kannst den Motor gar nicht schon, man schaltet dich mal selbst. Das Auto fährt selbst von alleine. Das Einzige, was du machst, ist Gas geben und das war's auch. Ziemlich lustig. Und ja, das war so die Neckereien zwischen Ralf und Montoya. Ralf hat aber gesagt, so, wenn im Team zu der Zeit waren das echt nicht Freunde, aber heute verstehen die sich. Und ja, es gab ja noch ein anderes Problem. So, die Erfolge waren zwar da im Jahr 2001, für mich auch. Auch da muss ich Ralf ein bisschen widersprechen. Der meinte, so 2003 waren sie am nächsten dran. Ich muss wirklich sagen, wenn sie 2001 und vielleicht auch 2002 einfach mehr Konstanz in den Wagen gebracht hätten, dann wäre das die größte Weltmeisterschaftschance geworden. Weil klar, man sagt immer 2001, 2000, oder besonders 2002, Ferrari war da dominant, aber man muss auch mal gucken, wie viele Ausfälle da passiert sind, ne? Ja, klar. Also ich würde dir da für 2001 auf jeden Fall recht geben. Bei 2002 würde ich widersprechen. Also der Ferrari, der war so stark. Ich glaube, selbst wenn die da öfter ins Ziel, klar, hätte das Ergebnis dann schöner aussehen können, aber der war ja so stark. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Barrichello ist mit 4 oder 5 Rennen in die Saison gegangen, 2-2, wo er wirklich 0 Punkte hatte danach, weil er entweder konnte er nicht starten oder er ist ausgeschieden oder Ralf ist ihm draufgefahren. War das nicht das Jahr, wo Ja, er es die war in Australien Fluganlage gemacht direkt. hat? Ja, direkt in Genau. Australien, ja. Und da muss ich halt auch sagen, ne, wenn da ein Barrichello besser in die Saison kommt, so, aber er kommt so beschissen in die Saison und wird dann halt Vizemeister, da denkst du dir halt, okay, 5 Rennen, 0 Punkte, danach wird er noch locker Vizemeister. Ja, also der Ferrari, aus meiner Sicht 2-2 war unschlagbar. Aber 2-1 gebe ich dir recht. Was man auch noch sagen kann, ist, 2-1 hat dann Ralf Montoya in der Endsumme dann auch geschlagen. Montoya hat auch noch einen Sieg geholt in Monza. Das war damals ziemlich trauriges Rennen, weil das erste Rennen, meine ich, nach dem 11. September war, damals. Genau. Meine mich dazu erinnern zu können. Da hat Montoya dann seinen ersten Sieg endlich geholt und dann können wir langsam auch schon zur Saison 2002 gehen, weil jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, wo die Beziehung auch mit BMW und Williams langsam anfing zu bröckeln und wo Montoya am Ende dann auch Ralf geschlagen hat. Wobei ich sagen muss, die Beziehung fing schon da an zu bröckeln. Ich erinnere mich an einige Teamradios 2001, weiß ich noch, AMA1-Ring, wo Montoya diese Aktion mit Schumacher hatte. Ralf hatte übertriebene Bremsprobleme, musste dann aufgeben. Hört euch mal das Teamradio an, wenn er in die Box fährt. Da war schon der erste Zwister. Dann kann ich mich noch in Manicur dran erinnern, wo Montoya die ganze Zeit hinter Ralf war, unbedingt vorbei wollte. Ralf dann wirklich am Teamradio gesagt hat, Schnauze, der kann unser Tempo nicht mehr mitgehen. Dann haben sie ihn vorbeigelassen, haben ihn quasi vorbeigewunken, nur damit er ein paar Runden später ausscheidet. Und so ging das dann los. Und jetzt können wir ja zur Saison 2002 kommen, wo du dann mal erklären kannst, was überhaupt das Problem war zwischen Williams, BMW und Montoya und Ralf und was da so generell das Problem war. Was vielleicht dann auch dazu geführt hat, dass beide nie wirklich dann um die Weltmeisterschaft mitfahren konnten. Ja, genau. Das Problem war einfach, man kann sich's vorstellen, Williams, ein Riesenteam, ja, also ein großes Team, ein stolzes Team und natürlich mit Patrick Head und Frank Williams zwei Leute und da kann man vielleicht auch erkennen, warum seit dann die Massa-Ära sozusagen zu Ende ging bei Williams, dann auch alles bergab jetzt ging. Weil man wollte sich einfach nicht darauf einlassen, mit BMW zusammenzuarbeiten, so richtig. Man wollte die Hilfe von BMW nicht annehmen. Und das hat Ralf, glaube ich, so auf den Punkt gebracht und so ein bisschen überspitzt formuliert. Man hatte nie Probleme. Das heißt also, egal was eigentlich war, man wusste, man hat Probleme, aber sie wurden nicht ausgesprochen. Und dieser falsche Stolz hat dann dazu geführt, dass Ralf halt dann mehr oder weniger der Meinung war, ja, man müsste eigentlich mehr mit BMW zusammenarbeiten und Montoya mehr so der Williams-Mann war, weil er sich da einfach mehr rausgehalten hat. Und das ist ja dann klar, wenn der Motorenhersteller und und das Team in dem Fall dann eben so ein bisschen, ja, Schwierigkeiten haben, so einen klaren gemeinsamen Weg zu finden, dann bringt man ja das nicht auf die Straße, was man gehabt hätte, weil BMW war ja auch bereit, eine Menge an Geld zu investieren. Das hat man ja später dann auch bei BMW Sauber gesehen. Das sieht man heute noch, wenn man sich das Motorhome da anguckt, was Sauber da bis zuletzt hatte. Das war immer noch das Größte, glaube ich. Hat es jetzt Alpha eigentlich übernommen? Ich glaube ja, ne? Mein ja. Also, allein an sowas sieht man ja schon, da war die Bereitschaft auf jeden Fall da und ja, letzten Endes ist es wohl daran gescheitert, dass man
von Seiten von Williams gesagt hat, nö, nö, wir wissen, was wir machen. Wir haben keine Probleme, es läuft alles und ja. Während BMW, ich kann mich erinnern, die hatten da ziemlich viele Motorschäden auch, weil sie halt sehr viel Risiko auch gegangen sind und gleichzeitig hat natürlich Williams ja, das Auto nicht so hinbekommen. Obwohl die den stärksten Motor hatten mit Abstand, ja, wurde es halt leider nichts. Aber das hat man immer gesehen, immer in Deutschland, als es noch der alte Hockenheim-Strecke war, da waren sie ja immer vorne eigentlich, ja, und in Monza waren sie auch immer stark, also. Ja, es lag definitiv eher, würde ich behaupten, an Williams, dass es Ja, nichts wurde. an der Dickköpfigkeit kann man, Genau. glaube ich, sagen. Ja, 2002 haben wir dann ja, dann können wir direkt auch ins Jahr 2003 rübergehen, wo die Chance da war, den Weltmeistertitel zu holen. Allerdings nicht für Ralf, sondern eher für Juan Pablo Montoya, der eine richtig gute Saison gefahren ist. Nehmen wir mal, ja, den Ausfall in Brasilien, meine ich, war es, und in Österreich raus, dann ja, wäre er dann wahrscheinlich Weltmeister geworden, muss man so sagen. So wurde er am Ende nur Dritter. Ralf hatte eher so ein, ja, mäßiges Jahr, auch wenn er zwei Siege geholt hat, einen weiteren Podestplatz mit Platz 2 in Kanada. Allerdings hat er sich auch eine Verletzung geholt in Monza, so dass er das Rennen dann ausgefallen ist. Für ihn ist dann Marc Genet gefahren, wenn man heute darüber nachdenkt, auch ziemlich lustig. Der dann Fünfter wurde, Montoya wurde in dem Rennen Zweiter. Und ja, man muss sagen, vielleicht da wurde Ralf das erste Mal so richtig von Montoya geschlagen, ne? Muss man sagen. Das ist so. Ja. Und das Ärgerliche ist eigentlich, wenn man sich mal anschaut, nur die Saison bis Frankreich, wo dann Ralf einen Sieg nochmal geholt hat, da war Ralf 6 Punkte vor Montoya und nur 9 Punkte von Michael Schumacher weg, ja. Also Ja. das war die Gelegenheit, weil, und das ist, glaube ich, finde ich, der größte, nie, ich sag mal, breit getretene oder bei den Leuten noch präsente Skandal, der damals war. Die letzten drei Rennen musste Michelin, also für die letzten drei Rennen, und das war dann die sogenannte Sommerpause, die hat aber glaube ich nur 3 Wochen betragen oder so, oder also überhaupt nicht von Pause richtig zu reden, musste Michelin quasi einen komplett neuen Reifen bauen, weil Bridgestone nach was weiß ich wie vielen 100 Rennen auf die Idee gekommen ist zu sagen, ja, das ist aber nicht in Ordnung, weil sich da glaube ich irgendwie die Reifen zu stark verformen. So, und da kommt man natürlich gerade in der Saison, wo Ferrari nach 3 Jahren mal wieder vielleicht nicht Weltmeister wird, natürlich dann Rennen vor Schluss, wenn man merkt, es wird eng auf die Idee, da mal zu protestieren, nachdem man seit 2001 nie Probleme damit hatte. Da muss ich halt einfach sagen, dass überhaupt Michelin da noch Reifen geliefert hat, mit denen man annähernd noch vorne mit war. Also ich meine, du musst innerhalb von 3, 4 Wochen die komplette Konstruktion der Reifen ändern, das ist ja fast unmöglich, ne? Und das hat dann dazu geführt, dass eben Woche mit 2 Punkten Vorsprung dann tatsächlich die Weltmeisterschaft geholt hat, nachdem er nach dieser Änderung die nächsten beiden Rennen gewinnen konnte. Das Ja. muss ich sagen, ist ein richtig fader Beigeschmack und also das ist eigentlich was hätte, ich sag mal so, medial ein bisschen mehr aufgenommen werden können. Genau, also er hat dann Weltmeisterschaft dann gewonnen vor Kimi und dann kam Juan Pablo Montoya. Das wie gesagt, vielleicht stärkste Jahr von Williams BMW, und wer hätte gedacht, dass es dann nur noch ein Jahr knapp dauert, das, und dann ist die ganze Story auch dann schon zu Ende. Gehen wir ins Jahr 2004. Beide Fahrer wusste man, bei Montoya wusste es man schon vor der Saison, dass er zu McLaren Mercedes wechseln wird, oder ich meine nach eins, man wusste es auf jeden Fall ziemlich früh schon. Sehr früh, ja. Ja, also wenn, ich meine schon, ich kann auch nach ein, zwei Rennen, auf jeden Fall war es ziemlich früh klar. Bei Ralf gab es wohl einen Zwist mit Frank Williams, wie er gesagt hat, der ziemlich privat war, wovon ich auch noch gar nichts wusste, bis ich das gestern gehört habe. Ja. Worum es da geht, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit seinem Unfall und seiner Verletzung zu tun hat. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall war die Saison eigentlich für beide zum Vergessen. So, beide haben nicht mehr ansatzweise an 2003 anknüpfen können. Ralf schon gar nicht. Montoya konnte noch einen Sieg holen und das am Ende in Brasilien. Genau.
konnte noch einen Podestplatz einfahren und für Ralf, das war eine Katastrophensaison, muss man wirklich so sagen. Ist gut gestartet mit Platz 4. Ja, und dann kamen viele Ausfälle, eine Disqualifikation kam auch noch dazu. Dann da der Unfall in den USA, wo er dann, ich meine, 6 Rennen ausfallen musste, wo er dann auch von Marc Genet mal ersetzt wurde und ich meine dann von Antonio Pizzonia. Pizzonia, Und ja, dann kam er nochmal wieder, ist nochmal Podest gefahren, aber da war schon klar, er wird Williams BMW verlassen und mit ihm dann auch direkt BMW wahrscheinlich mitgehen. Das so war damals das Gerücht zumindest. Ja, dann können wir vielleicht noch kurz dazu sagen, dass 2003 wurde Williams ja auch in der Konstrukteurswertung Zweiter. Das konnten sie dann 2004 auch nicht mehr halten. Sind dann da Vierter gewesen, hinter BAR, die überraschend stark waren, und auch hinter Renault. Allerdings vor McLaren, weil McLaren auch in diesem Jahr, McLaren 2004, ja, das können wir dann, glaube ich, mal unkommentiert lassen. Also im Prinzip Auto, was nur in der zweiten Saisonhälfte schnell war und nicht mal da dann zuverlässig. Also es war Genau. komplett, komplette Katastrophe. Genau so sieht's aus. So, 2005 hieß Williams zwar immer noch BMW Williams, aber das Thema hatte sich, sie haben sich dann, BMW, durch BMW kam dann Nick Heidfeld noch in das Cockpit, der aber auch nur 14 Rennen gefahren ist. Aber wir machen ja keine BMW Williams Story, wir machen eine Ralf Schumacher Story. So, und der hatte dann damals Angebote von Sauber, so viel wie ich weiß, und von Toyota. Und er hat sich dann für Toyota entschieden, was an sich vielleicht keine doofe Idee war. Aber ich glaube, da, er ging damals auch schon raus, wo er den Vertrag unterschrieben hat, und hat gesagt, so, entweder funktioniert das hier, oder das sind wir in den letzten 3 Jahren in der Formel 1. Und Genau. wie es dann geendet ist, wissen wir ja. Man muss sagen, in den Qualifying-Duellen hat er gegen Trulli keine Chance. Wirklich überhaupt nicht. In der Gesamtwertung sieht es dann relativ gut noch aus für die Saison 2005. Er ist am Ende vor Trulli gelandet, zwar nur mit 2 Punkten. Aber es war okay. Trulli hat aber deutlich mehr Podestplätze eingefahren. Ich meine 3 oder so. Auf jeden Fall hat er 2 zweite Plätze und 1 dritten Platz. Bei Ralf kann ich mich 3 noch zu 2, 3 zu 2 war es, ja. An 2 dritte Plätze erinnern. Genau. Also von Toyota dachte man eigentlich so, ja, das kann was werden bei Toyota. Überall, wo Toyota mal eingegriffen hat, waren sie eigentlich ziemlich erfolgreich. Aber da, nach 3 Jahren, war, er hat immer noch der Step gefehlt. Und mit Trulli, wo er dann auch so gut in den ersten Rennen war, dachte man, ja, das könnte was geben, aber irgendwie war es dann doch nur Platz 4 in der Team-WM. Allerdings Vor Williams. vor Williams, genau, und vor BAR, die diese Saison auch eine totale Katastrophe waren. Aber was hast du noch zu der Saison von Ralf da zu sagen? Er wurde am Ende immerhin Sechster. Ja. Ja. Also man hätte dann denken können, nach dem Jahr alles richtig gemacht. Toyota kommt immer mehr voran, allerdings jetzt nicht in Riesenschritten, aber gute erste Saison. Wow, dann kann ja jetzt das nächste Jahr kommen. Richtig angreifen und dann spätestens das Jahr drauf muss doch dieser Konzern in Mitteln in der Lage sein, dann vielleicht sogar ein Auto zu bauen, ja, Weltmeister werden konnte. Und noch dazu kam ja, dass Ferrari in dem Jahr so extrem abgeschmiert ist. Und dadurch hat man vielleicht gedacht, wow, vielleicht kann Toyota da dann, dadurch, dass der große Nimbus nicht, vielleicht auch mal ein Auto bauen, mit dem man eben, in dem Fall Ralf, Weltmeister werden kann. Ich finde, bei Trulli muss man wirklich durch die ganze Karriere durchsagen, Qualifying super, Gegner blockieren bis zum Tode auch super, aber Rennpace fand ich bei Trulli immer sehr mittelmäßig. Ja, Und außer er hatte mal so ein Ausreißer nach oben, ne? ja gut, das gab's auch mal, aber grundsätzlich war er, wenn er im Quali er hätte im Prinzip auf Platz gehen müssen, damit er das Rennen souverän gewinnt. Das meine ich halt damit. Ja, Also das stimmt, ja. genau, also im Prinzip, wenn er auf Pole gefahren ist, das hat er, glaube ich, ein paar Mal sogar geschafft. USA damals, wo er dann aber ja gar nicht gestartet ist. Dann wusste man, okay, er hat vielleicht eine Chance, aber selbst das war jetzt keine Garantie, dass die Rennen ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat dann eigentlich gedacht, boah, perfekter Teamkollege für Ralf eigentlich. Um dass er dann eben nach und nach den in den Griff kriegt, dass der dann eine gute Nummer 2 ist. Hätte ich dann so gedacht, ja, rückblickend. Aber es kam ja anders.
Ja, wobei man da sagen muss, im Jahr 2006, gehen wir mal ein Jahr weiter, hat Ralf zwar dann Trulli im Griff gehabt, auch von den Qualifying-Duellen her, war auch am Ende wieder in der Fahrerwertung vor Trulli. Das Problem von Toyota war einfach, dass sie einfach sich nicht weiterentwickelt haben im Jahr 2006. Genau. Ferrari kam wieder zurück, Honda war auch wieder stärker so und zack war man, ja, keine vierte, dritte, vierte Kraft mehr, ganz im Gegenteil. Am Ende war man nur noch die sechste Kraft und das war für Toyota natürlich dann deutlich zu wenig. Besonders, was auch noch lustig ist, BMW ist in diesem Jahr dann ja zu Sauber gewechselt und die direkt mal noch einen Punkt am Ende vor Toyota zu landen, wird sich Ralf vielleicht auch seinen Teil gedacht haben. Richtig. Ja, also da war dann der Punkt, wo man wieder sagen kann, okay, man hätte vielleicht irgendwie doch sich da auf die committen sollen, aber wie gesagt, man ist im Nachhinein dann immer schlauer. Was ich ziemlich lustig gerade finde, man müsste immer mal nachgucken. Ich gucke jetzt das auch mal nach. Nach Ralf Schumacher Unfall 2004, der schon heftig war in den USA, gucke ich jetzt gerade mal. Wobei die sind nach 2006 nicht mehr in den USA gefahren, oder? Sind die nochmal in Indianapolis gefahren nach 2006? Nee, nee, Nee. nee. 2007 sind die woanders. Doch, doch, doch. 2007 sind sie noch gefahren. Da haben Alonso und Hamilton nämlich um den Sieg gekämpft. Sind die da auch in Indianapolis gefahren? Ja. Ich glaube, es Okay, war das letzte Jahr. dann gucke ich mal eben was. Lass mich mal gucken. So, wo haben wir denn den Ralf? Hier. Ja, 2007 war Indianapolis noch drin und Ja. Aber 2008 ich wollte gerade sagen, schade, da nicht ist er nicht mehr. ins Ziel gekommen, weil sonst wäre nach 2004 jedes Rennen in den USA ausgeschieden. 2007 hat es aber ins Ziel geschafft. Ja, dann gehen wir auch mal direkt zu 2007. Da war sein Teamkollege immer noch Jano Trulli und da war Jano Trulli das erste Mal vor ihm in der Weltmeisterschaft. Und da habe ich dann auch langsam das Gefühl bekommen, vielleicht neigt sich hier eine Karriere zum Ende. Ja. Oder wie siehst du das? Nee, das war klar. Also, ich meine, ich glaube halt leider auch, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, Ralf ist ja mit seinem, auch Willi Weber war ja auch der Manager von Ralf damals, aus dem, ich sag mal, Raum raus, wo sie den Vertrag unterschrieben haben, als er anfing bei Toyota und hat gesagt, wenn es die 3 Jahre nichts wird, dann ist es rum. Und er hat ja auch ein richtig fettes Gehalt bekommen von Toyota, das Ja, darf man ja auch nicht Toyota vergessen. war ein Werkschen, ne? Und klar willst du keinen so teuren Mann dann über 2007 hinaus halten, wenn du eh nur um die goldene Ananas fährst. Und das war, glaube ich, auch so, ja, mit ein Grund, warum er sich da sehr sicher war, dass er dann da nicht bleibt oder dass es dann halt, dass er was anderes machen will. Und naja, 2007, ich glaube, das war dann auch so ein Jahr, wo er sehr früh gemerkt hat, da geht nichts. Und das hieß ja dann von Anfang an, dass er ihm eigentlich bewusst war, nach der Saison rum. Ja, das Problem war auch einfach, wie du es gesagt hast, so, entweder ich habe 3 Jahre und es passiert was, oder halt nicht. Und bei Toyota, da war es halt noch das Gegenteil. Die haben sich von Jahr zu Jahr zurückentwickelt, sind hinter irgendwelchen Teams gelandet, wo die eigentlich vorher davor waren. Wenn man sich auch noch ein Jahr später anguckt, wo dann Ralf nicht mehr da war, wo dann Timo Glock gekommen ist, und, ja, da war auf einmal Toro Rosso an den Rand, so von den Punkten her, weißt du? Und das ist dann, ja, oder auch zu 7, meine ich, war am Ende Red Bull sogar vor denen in der Konstrukteurswertung. Und das konnte für Toyota natürlich schon mal überhaupt nicht sein. So, man kann da nur sagen, Toyota hatte dann nochmal ein starkes Jahr 2009. Ja, So und dann sind hätte, sie ein Jahr zu früh ausgestiegen, aus genau, und meiner Sicht. dann zu 10 wäre dann wahrscheinlich deren Jahr gewesen. So, und gut, das war's dann für Toyota. Auch wegen der Finanzkrise, glaube ich, war das damals. Ja, ich glaube, Ja. das sind verschiedene Sachen, glaube ich, zusammengekommen. Finanzkrise und dann hat man ja für 2010 die Kers-Geschichte ausgesetzt, ne? Genau, ja. So, und ich glaube, da war der Toyota sich dann ja auch voll da drauf, so hier mit Dings. Und man sieht es ja dann auch bei der Langstreckenmeisterschaft ein paar Jahre später, was die da eben so. Und da hieß es dann halt, wenn wir weder erfolgreich sind, noch eigentlich die finanziellen Mittel weiterhin bereit sind zu Dingsen. Und dann kommt noch Kers weg, was ja das Ding war um die Formel 1 grüner und Zukunft und sonst was. Ich glaube, das war auch mit ein Hauptgrund, dass man dann gesagt hat, nee, so und jetzt fertig. Genau, ja. Wer hätte gedacht, dass Ralf seinen letzten Sieg 2003 in Manicur holt und danach keinen Sieg mehr holt und 4 Jahre später aus der Formel 1 ausscheidet? Ein Jahr nur nach seinem Bruder.
Und zack hatten wir keinen Schumacher mehr in der Formel 1. Im Endeffekt bleibt da wohl zu sagen, wir gehen gleich noch kurz auf die DTM-Zeit ein und auch noch, wie was Ralf heute macht. Im Endeffekt muss man sagen, er war vielleicht zur falschen Zeit, falschen Ort, am falschen Platz in seiner Formel 1-Karriere. Hat die falsche Entscheidung getroffen in seiner Formel 1-Karriere. BMW war an sich die richtige Entscheidung, da hat halt das Umfeld nicht gestimmt. Und so hat es vielleicht einfach nicht sollen sein. Ob er jemals das Zeug für den Weltmeistertitel hatte mit einem Teamkollegen von Montoya, den ich halt dann doch noch stärker sehe, fraglich. Aber es wäre auf jeden Fall mehr als 6 Grand Prix-Siege am Ende drin gewesen. Ja, und das ist wirklich das, was ich finde, 6 Grand Prix-Siege sind auch nicht zu verachten, aber es ist halt schade, dass es nicht mehr waren und er hätte auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt. Und ich bin mir nicht mal sicher, wenn da bei BMW mal alles zusammengekommen wäre und er wäre dann wirklich vielleicht Weltmeister geworden. Halte ich jetzt nicht für so unrealistisch. Klar, Montoya war stark, aber kommt, glaube ich, bei Montoya immer auch sehr darauf an, ob das dann ein Jahr ist, wo du auch mal Punkte mitnehmen musst Wo oder halt ob das ein Bock Jahr hat. ist. Ja, vor allem glaube ich, wenn das eng ist und du musst dann halt auch mal einen dritten Platz nehmen oder einen vierten, dann ist eher Ralf im Vorteil. Wenn aber halt das Auto so gut gewesen wäre, dass es wirklich ein klarer Zweikampf ist zwischen zwei Teams, dann glaube ich, wäre Montoya besser gewesen. Aber das ist jetzt wie gesagt Spekulation. Aber er hätte, wenn er das dann geschafft hätte, dann wäre er natürlich auch mit einem Mal aus dem Schatten seines Bruders raus gewesen. Und wer weiß, wie das dann alles gelaufen wäre. Dann wäre er vielleicht der Nachfolger geworden von Michael bei Ferrari oder Michael wäre länger gefahren, was weiß ich. Das hätte so viele Auswirkungen haben können. Ja, hat's aber nicht. Schade eigentlich. Sehr schade. Und gut, dann hat Ralf sich dazu entschieden, so was mache ich jetzt. Beende ich jetzt meine Motorsportkarriere oder mache ich nochmal was anderes? Und er hat sich dann dazu entschieden, in die DTM zu wechseln, in die Deutsche Tourenwagen Masters, wo er einige vor ihm auch schon hingegangen sind und nach ihm auch noch. Ja, dann der ist, da war er dann auch nochmal 4 Jahre, 5 Jahre, Jahre? fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja, Ach du lieber Gott. der ist das erste Jahr noch für Mücke Motorsport gefahren und dann ist er für HWA gefahren. Und auch da, er hatte seine Achtungserfolge. Die ersten 3 Jahre können wir, glaube ich, mal unter den Teppich kehren. Das waren, ja, Hinterherfahrjahre. 2010 hat er dann sein erstes, nee, 2010, nee, stimmt gleich, 2011 hat er sein erstes Podest geholt, direkt am Hockenheimring im ersten Rennen, dann direkt in Spielberg auch. Und 2012 hieß es dann, ja, wenn es gut läuft, dann verlängere ich hier. Wenn es nicht so gut läuft, dann hat sich das Thema halt erledigt. Er hatte 2012 auch mal die Chance zu gewinnen am Nürburgring, ist dann ausgefallen, meine ich, in Führung liegend oder auf jeden Fall weiter vorne. Ja, am Ende war 2011 dann seine beste Saison, so dass es dann am Ende hieß, nach 2012, dass er dann eine Motorsportkarriere beenden wird. Ich kann mich noch als 2012 erinnern an Zandvoort in der Box. Gasmann-Unfall, weil damals war die Box noch ziemlich eng. Da hat er dann dieses Kabel, was man normal hochhängt, wenn man rausfährt, hat er voll mitgenommen und hat da 4, 5 Boxen-Crew-Mitglieder erstmal umgerissen, die sich dann auch ein paar Knochenbrüche zugezogen haben. Ja, aber das, also seine DTM-Karriere war dann halt doch ziemlich wenig von Erfolg gekrönt. Aber er ist ja nicht der Einzige, dem das passiert ist. Das muss man ja auch mal sagen. Genau, das kommt auch dazu. Und dann muss man ja sagen, zum Beispiel 2011, wenn man startet mit einem dritten Platz, dann wird man Elfter in Sandford, dann wird man Zweiter, dann ist man ja noch ein bisschen im Rennen drin, so um die Meisterschaft. Aber bei der DTM ist es halt so ausschlaggebend, wie die Saison anfängt. Dann hat er halt da mit einem 12. Platz weitergemacht. Und irgendwann ist dann schon klar, du musst dann für deine Teamkollegen fahren. Und dann glaube ich auch, dann geht so ein bisschen die Motivation, um dann so ganz vorne 100% noch zu geben und so geht dann auch weg. Und gerade bei Ralf, der kam aus der Formel 1, der war dann da schon ein paar Jahre und hat halt gesagt, gut. Also die Ansätze hat man ja gesehen bei ihm. Also es war zum Beispiel, ich fand es bei Coulthard, fand ich ganz katastrophal. Also dem seine DTM-Karriere, also das war eine Vollkatastrophe. Und da hat man bei Ralf zumindest noch die Ansätze gesehen. Oder bei Häkkinen und Alesi, da ging es auch. Aber auch die haben sich ja dann nie 1000%ig da durchsetzen können. Und Der man ist beste ist Timo eigentlich. Glock, muss man wirklich sagen. Also meiner Meinung nach, der beste ehemalige Formel 1 war, der da am besten abschneidet, ist für mich
Nehmen wir jetzt mal hier Manfred Winkeloch und so, Manfred Winkeloch, Markus Winkeloch und Bernd Schneider nehme ich jetzt mal raus, weil das jetzt keine Ja. gestandenen Formel-1-Leute waren. Gestandene Formel-1-Leute, muss ich sagen, ist Timo Glock wohl mit Abstand der Beste, der den Sprung da geschafft hat. Würde ich behaupten. Mir würde jetzt kein anderer zumindest einfallen. Ja, das stimmt. Und auch bei ihm ist es jetzt nicht so, dass er die in Grund und Boden fährt. Also es ist Nö. schon so, dass er gute Ergebnisse holt, aber ja. Genau. Ja, gut, dann war die Karriere von Ralf Schumacher, die aktive Karriere, war dann zu Ende. Sonst war es ja noch nicht so zu Ende mit ihm. Möchtest du oder soll ich? Ich kann ja mal anfangen, du kannst es ja dann ergänzen. Also Ja. im Prinzip kann man es darauf runterbrechen, dass er dann natürlich sich gefragt hat, was soll ich machen? Und sein Sohn hat dann relativ schnell Interesse auch gezeigt wohl. Und naja, er hat dann angefangen, in den Nachwuchsklassen ein Team aufzubauen, zusammen mit Gerhard Unger, den er aus DTM-Zeiten noch kannte. Hat ja auch bei der DTM, glaube ich, ein Team dann gehabt, ne, mit dem zusammen, Nee, irgendwie. der hat mit Peter Mücke, für den er dann Ja. damals gefahren ist in der DTM, für den hat er dann damals ein GP3-Team, er war Mitinhaber eines GP3-Teams Ah, okay. für die Saison 2010-2011. Ja, und du hast recht, er hat 2014, glaube ich, stieg er da mit Gerhard Unger in die Formel 4 ein und ist ja auch Meisterteam, ne? Mit dem Team hat er Meistertitel geholt. Was kann man noch sagen? Sein Sohn David ist jetzt mittlerweile auch aktiv, fährt in der Formel 3. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, er ist jetzt auch Experte geworden, was mich sehr freut. Ich finde ihn als Experten richtig, richtig gut. Bei Sky ist er bei Sky Deutschland auch manchmal bei RTL zu sehen. Und ja, über seinen Sohn können wir vielleicht auch noch kurz reden. Er ist letztes Jahr in der Vereinigten Arabischen Emirate Formel 4 gefahren. So, die kennt hier wahrscheinlich kein Mensch. Ist immer noch im Kartsport auch noch aktiv. Fährt dieses Jahr die deutsche Formel 4. Was kann man sonst so sagen über David? Genau, der fährt die Formel 4 jetzt auch unter seinem, bei dem Rennstall von Ralf, das kann man auch noch sagen. Bei US Racing. Und Genau, und wir werden ja. mal sehen, ob er da nicht vielleicht am Ende sogar, ja, ich sag mal, größeren Erfolg hat als Mick. Ich find's auch interessant. Über Mick hört man wirklich gefühlt nach jedem Rennen was. RTL, da musste ich mir die Augen reiben. Ich habe mal RTL-Nachrichten geguckt, so, mit meinen Eltern. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber dann kam der Sport und dann hieß es irgendwie, ja, der Mick Schumacher wäre irgendwie, keine Ahnung was, jetzt lass mich lügen, 14. geworden in Spa. Ja. Dann denke ich mir so, okay, wer hat gewonnen, was ist da überhaupt gewesen, warum bringt man sowas so, ja, also ich finde, und sowas stört mich dann halt, wenn sowas, sorry, Irrelevantes dann so gepusht wird, nur weil der halt Schumacher heißt. Finde ich absolut bescheuert. Vor allem ihm tut's ja auch nicht gut. Ja, also der steht ja so unter Druck, allein schon, weil Leute was von ihm erwarten. Ich finde diese ganzen Aktionen super da, dass er im Auto von Michael dann gefahren ist und so. Das finde ich alles ganz toll und für die Fans mit Sicherheit auch ein Gänsehautmoment, wenn der Sohn von ihrem Held da das Auto fährt. Finde ich alles super, aber wie gesagt, die sportliche Leistung dann so. Ja, hochzupushen medial finde ich dann auch so ein bisschen bescheuert, weil er ist gut, er ist talentiert, das sieht man, aber er bringt ja jetzt nicht die Mega-Ergebnisse wie vielleicht andere. Also wenn ich es mit dem Lance Stroll zum Beispiel vergleiche, kommt Schumacher da nicht so gut weg, ja. Genau, und was man noch sagen kann, viele sagen, dass David zum Beispiel auch das größere Talent ist, was man so aus dem Kartsport gesehen hat. Kurz noch zu David, er hat letztes Jahr dann, wurde der beste Rookie in der Formel 4, ist dann dieses Jahr in die Formel 3 Europe, meine ich, heißt sie, gewechselt. Da läuft so okay, so lala. Da soll er sich dann erstmal beweisen. Und was jetzt gerade reinkam, welche News vor 32 Minuten, dass er mit David Beckmann zusammen in Macau beim Macau Grand Prix dabei ist dieses Jahr. Ach cool.
Kann man ja auch noch sagen. Ja, bei dem darf man gespannt sein. Ralf pusht ihn auch nicht übertrieben. Er sagt, ja, wenn er es packt, dann packt das. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. Und ich bin mal gespannt, ob das am Ende was wird. Ja, da kann man echt gespannt sein. Ja. Und vor allem, ob Ralf dann da auch, ja, inwiefern der da involviert bleibt, finde ich auch interessant. Ja. Also wie gesagt, Ralf jetzt heutzutage noch Teamchef bei seinem eigenen Team, jetzt auch in der Formel 3. Meine ich, hat er auch, ist das auch sein Team oder hat zumindest Anteile daran. Bei Sky ist er Experte, was mir sehr, sehr gut gefällt. Man sieht ihn und er ist frisch, er sieht gut aus. Ja. Man muss auch wirklich sagen, dass auch das mit mir, was da mit Michael passiert ist, dass er das, finde ich, gut ausblenden kann. Genau, da wurde nämlich auch gar nicht drüber gesprochen in dem Podcast. Finde ich Genau, ja. sehr interessant. Aber das finde ich halt auch bei Ralf. Ich finde, das liegt auch an Ralf sowas, weil bei einem anderen wäre das vielleicht angeschnitten worden und der hätte dann gesagt, ja, ich darf dazu nichts sagen, aber dem geht's ganz gut oder so oder irgendwie so ein Gelaber halt. Und bei Ja. ihm, der hat wahrscheinlich knallhart vorher gesagt, und das schätze ich an dem Typen auch so, auch wie er die Aussagen immer ehrlich und volle Kanne, auch wenn er da Leuten vielleicht vom Kopf stößt. Da hat er wahrscheinlich direkt vorher gesagt, über das Thema rede ich nicht. Brauchst du gar nicht probieren, fertig. Kann ich mir vorstellen, weil er ist so ein straightforward Guy, das finde ich auch gut. Ja, man muss auch sagen, zu seiner Formel 1 hat damals war immer so der Unbeliebte, der Typ, der schwierig zu nennen war. Ich fand ihn immer sympathischer als Michael, muss ich wirklich sagen. Ich habe Ralf immer mehr gemacht, einfach weil es damals schon eine Type war. Und ich mochte. Und wenn er da mal einen Kameramann weggeschubst hat, ich fand das geil. So. Ja, und mir fällt immer noch der Spruch ein, als er mal interviewt wurde, ganz am Anfang seiner Karriere, ich glaube, da war er gerade noch im Kartsport, da wurde er mal gefragt, ja, wie das so aussieht und mit Michael und so, und dann meinte er, es wird keinen neuen Michael geben, es wird höchstens einen neuen Ralf geben. Ja. Und das hat mir immer, ist mir immer so im Kopf geblieben, und ich fand ihn auch immer ehrlich und sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass wir ihn auch noch in irgendeiner Form noch länger in der Formel 1 wieder sehen werden. Ich hoffe es einfach, weil der passt dahin, finde ich. Und ich glaube, ihm macht das auch Spaß. Gut, dann bedanke ich mich erstmal, dass du dabei warst. Du hast gleich noch die letzten Worte, die du hier sagen darfst, wie jedes Mal, ne, wenn du hier bist. Da darfst du jetzt mal die letzten Worte sagen. Fakt ist, eine Sache noch an euch, die jetzt hier zugucken. Ihr könnt Fragen in die Kommentare stellen, Fragen, wenn ihr Anregungen habt, was wir als nächstes in den Podcast machen können und so weiter und so fort. Eure Fragen würden dann in der jeweiligen nächsten Aufnahme beantwortet werden. Dann würden wir am Ende des Videos immer zusammen, ja, so in so eine Fragenrubrik machen, die wir dann beantworten. Ihr könnt ihn fragen, also ihr könnt Michael Fragen stellen, auch wahrscheinlich private Fragen, was Rennen liegen, auch generell privat ihn angeht. Dasselbe könnt ihr bei mir machen. Wir würden uns drüber freuen und man muss sagen, der erste Podcast kam gut an. Von den Klicks her war es okay, hat mich überrascht, dass es dann wirklich so gut ankam, von den Daumen nach oben auch. Hat mich gefreut auf jeden Fall, hat mich motiviert, da auch wieder mehr zu machen. Und ja, wir sind jetzt dran, so einmal in der Woche vielleicht, wenn wir es hinkriegen, so, er ist jetzt hier natürlich krank geschrieben, sehr krank, der junge Herr, dass wir da ein bis zwei Podcasts mal die Woche hinkriegen, also einen versuche ich jede Woche wirklich hinzukriegen. Zwei wird schwierig, vielleicht kriegen wir es am Wochenende nochmal hin. Uns nochmal zu treffen, weil ich hätte dann schon direkt noch ein Thema, was wir anschneiden können. Danke dir auf jeden Fall. Das war der erste Podcast, wo es nur um ein Thema ging. Der erste Fahrer, den wir uns vorgenommen haben, war Ralf Schumacher. Und die letzten Worte gehen jetzt. Jetzt habe ich dich gerade nicht mehr gehört. Du darfst die letzten Worte sagen. Alles klar, perfekt. Ja, also erstmal, ich bin übrigens wirklich krank, ich bin aber trotzdem in die Uni gegangen und meine Stimme hört sich heute schon um 10 Millionen Mal besser an, als es gestern noch war. Ja, eigentlich Ja. wollte ihn gestern schon zwingen zum Aufnehmen, aber er hat gesagt, es ging nicht, es ging wirklich nicht. Ich wollte es, wie gesagt, gestern schon Richtig, aufnehmen, aber richtig, ich bin überhaupt dankbar, richtig. Er wollte mich zwingen. ich bin dankbar, dass er heute angekommen ist. Genau. Und jetzt sage ich einfach nur, ja, Ralf Schumacher, spannender Typ auf jeden Fall. Ist auch interessant, sich mit seiner Statistik mal zu beschäftigen. Und ja, ich hoffe, es hat wieder gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Immer wieder gerne.